Der Kaktusfratz. Ah, oh, der kleine grüne Kaktusfratz sieht aus, als würde er jemanden suchen. Sei nett zu Kaktusfratz und hilf ihm, wenn du ihm auf deiner Reise begegnest. Wer weiß, vielleicht belohnt er dich sogar für deine Hilfe. Did that plant thing drop something back there? Yeah, it looks like a diary maybe? Well, are you gonna read it or what? Karina, I can't just read that cactus's private thoughts. Right? Or can I? I think you can. As long as you get it back to me, I'll pay. Come on! She's just fucking. Nice timing. Just one more. It's moving a little fast, huh? This is a good time to try out the powers of the Luna Globe. Ooh. Come on! Is time slowing down? The Dud Bears will love this. Junge, die Musik klingt einfach so krass nach Secret of Mana. The Dud Bears will love this. Oder so generell nach Mana einfach nur. Interesting. The sky sure is bright. I love this kind of weather. Deliver the moonlight. Holy shit, okay. Slay einfach. Oh mein Gott. It's useless to run. Our difference in power. Ja, damn. Oh mein Gott. Er hat einfach richtig reingehauen. The Dud Bears will love this. Don't mind if I do. We should prepare ourselves. Sie sehen einfach aus, wie ich mich fühle. Jeden Tag, den ganzen Tag. After we defeat the first wave of attacks, we should be ready for more enemies rushing in from the shadows. These monsters fight in packs. Thanks, Captain Obvious. I can tell there are more out there. Hina, stand back, okay? You don't want to get caught up in the fray. Leave the healing to me, but don't do anything too reckless. We're in our way. Wie er sich einfach in einen kleinen Katzenschneemann verwandelt, Alter. Das ist ultra cute, so. Sekunde, das ist alles gerade ein bisschen chaotisch hier. Ja, das ist echt eine gute Frage, Junge. No. Kann ich nichts machen? Gibt es nichts, was ich machen kann, um hier rauszukommen?
Bro, really? Oh mein Gott. Das Ding? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Fireball! Junge, das war gefährlich. Oh mein Gott. Und es werden immer mehr. So cool. Hä, wie soll man das schaffen? I'm still kicking. Oh Gott. What? Ich kann ihm kein Damage zufügen, weil ich instant zu einem Schneemann werde. What? Einfach nur. Ja, läuft super. Ich glaube, damit musst du das machen, ne? Dass du sie so einfrierst einfach, was der Typ einfach nicht gemacht hat, weil er ein cooler Dude ist. Weil er ein cooler Dude ist. I got this. One more. I got it. They weren't so tough. Bin ich hier gerade dran vorbeigelaufen einfach? This is a good time to try out the powers of the Luna Glow. Anscheinend schon. Help us out. Everything slowed down. So, warte mal, wo wir gerade dabei sind, kann ich ihm dann ja das eine Ding abnehmen, weil das ja anscheinend eh nichts bringt in dem einen Kampf. Watch your step here. Got some syrup. Taking this? Let me see. Nice! The sky sure is bright. I love this kind of weather. Especially after we get blizzard. Anything will be there. Do you feel more energetic too, though? Amazing what clear skies can do. Sounds like Ramco agrees with you. Okay, pass auf. Got some syrup. So weit, so gut. Taking this? Reno away. You're mine. Take this. Perfekt. This is kind of exciting. This might be useful. Yes. So. Oh Gott! Sekunde.
Okay, das hat mit ein bisschen Schummeln dann doch noch funktioniert. Das finde ich sehr gut. Gut. Dann killen wir sie jetzt mit dem Limit Break Move Dingsbums. Is it just me? Or is this air? I'll back you up. Feel the breath of mana. That's enough from you. You're finished. God damn it! Hätte ja klappen können. Diese kleinen Viecher sind echt insane fucking stark, halt. Mein Gott, Junge. Goddamn, so. Holy shit. Was für ein Kampf. That's the last of them. Well, that wasn't so bad. Now that Morley's here, I can take a break. A soul guard has to look after the Yalms, but it helps that you can handle yourselves in a fight. Thanks for the assistance. Way to make me feel guilty for slacking off, Val. Okay, fine, I'll keep fighting. Just stop smiling at me like that. We're nearly to Fallow Step. Come on. Those monsters just kept coming, huh? There are bound to be more encounters like that in the future. Be prepared for an attack at any moment. That's the best way to stay sharp. Doesn't hurt to have a good stock of items and gear either. Ich mag's, wie sie mir subtil mitteilen, dass ich mehr Items brauche. Feel that warmth. Like waking up from hibernation after a long cold winter. Jelly Baby Chick, danke für den Sub. Beyond the step is Rotter Harbor, but something's off. Nilpa is away, it seems. Who is Nilpa? A friend of yours? He owns this ranch. He taught me swordsmanship when I first arrived in Illestana. He's quite gifted with a blade. And I had hoped to ask him for some assistance before we crossed the step. I didn't know you used to live in Illestana, Morley. Well, with Etern gone, I was left alone. Thankfully, I was taken in by someone who lives in Illestana. I've stayed in touch with him ever since. It was through my newfound guardian that I was introduced to Milpa. Guess everyone's got a story, don't they? Life's full of surprises. I am glad to know at least one of us has been to Illestana before. I should be able to keep us from getting lost once we reach the city. If Milpa is out, then... I suppose we'll just have to continue on foot. Some ranch. Does Milpa take care of this place all on his own? He does. Wow, that's gotta be a lot of work. This Milpa sounds like a pretty impressive person if you ask me. Dieses Spiel ist so schön. Grizzly!
Okay, die Truhe ist nicht auf dem Haus, aber sie ist auch nicht neben dem Haus. Ist sie vielleicht... Ah, doch, hier ist sie. Okay, never mind. Was? This is kind of exciting. A rare item. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Oh, this view is magnificent. I don't see the Pakuls. Morley, I see you've returned. Whoa! What is this thing? Is it a dog? A bear? Don't fret. This little one won't harm you. It's been a while, Milpa. Good to see you with companions this time. This is assuming you aren't their hired blade. These are my friends. Friends? I see. Gone is the dour look you sported when we last met. May I ask what caused this change of heart? I was appointed the Alm of the Moon upon visiting Eterne. Alm of the Moon, is it? Your devotion to the past and reverence for the power of time must have rekindled the elemental spirits. Now you have been entrusted with the future. I am proud of you, Morley. Niccolo and I have long been wanting something like this for you. Thank you, Milpa. Come, we cannot have the Alms wasting precious days on a long trek. Time waits for no one, nor should it. You must be off to the Mana Tree to create a new age for us all. Whoa! You're friendly too, right? These used to be wild Pikuls. Milpa cares for them. Don't worry, they're tame. We should be able to traverse the steppe in no time on Pikuls. Get on. Take this. Whenever you need a ride, you can summon the Pikuls with that bell. May the blessings of Mana be with you on your journey. We are in your debt. Take care, Milpa. Shall we get going? We should stick with the group. Let's go. Hold on tight, Hina. Oh, I will. I cannot describe how wonderful it felt to ride across the vast countryside on the back of that Pakul, together with Val on our way to the Tree of Mana. I wished that we could continue our exhilarating adventure forever and ever. If only it could be. Now and for always. It was heartening to see Milpa again after so long. The harbor isn't far if we take the Pikuls. They're so fast. I think I've already got the hang of riding them, though. Onward through the steppe and Rata Harbor beyond! Yay! Das war auch eine Demo-Area, also die ich in der Preview gespielt habe. Grizzly! That's the ocean in the distance, right? Look at the way it sparkles in the sun. I gotta get closer. This trip to the Mana Tree is way more fun than I thought it would be. Hina and me crossing the steppe together. If only we could do this for the rest of our days. What a dream. Got some
answer. I've made this journey a thousand times at this point, and yet everything seems so much greener than it used to. I bet it's your attitude adjustment that's doing the trick. Your important mission from the Moon Elemental is making you see the world through... What was that weird bell all about? You're telling me that P'Kools will really show up if we ring it? P'Kools have very acute hearing, and Mielpas trained them well. Sounds great! P'Kools will always be welcome in this convoy. Grizzly! Wah! Das war aber etwas zu voreilig, glaube ich. I should have paid more attention to how an Alm is supposed to act. Oh, they taught us how to be a good Alm back in Tiania. Alms must follow a healthy lifestyle. Early to bed, early to rise, stuff like that. That's been my practice this whole time. I guess I'm doing okay in my role already. You need to learn how to cut loose, Morley. Das ist noch ein bisschen zu stark. I think the monsters here are the strongest ones we've fought so far. Maybe, but you're also stronger than you were before. Thanks for that, Hina. But I can't let my guard down just yet. The stronger I am, the better prepared I'll be to protect everyone on the pilgrimage. Ah, ich glaube, sie haben den kleinen Dude weggepackt. Weil in der Beta, die ich damals gespielt habe, steckte der hier irgendwo in einem Baum fest. Aber scheinbar ist das nicht mehr der Fall. Oder ich sehe ihn einfach nicht. This feels great. Cute. So, nur die Frage, wie komme ich hier runter? Go faster. Wie komme ich von dem Ding wieder runter? Das wollte ich nicht, was auch immer ich da gemacht habe. Ich weiß, dass es dafür einen Knopf gab, aber... Ach, X gedrückt halten, okay. Nice, okay, okay. Is that a deer? Look at it. Oh, warte, bevor wir irgendwas machen, jetzt haben wir ja auch sie wieder in der Gruppe, das heißt... Was passiert bei ihr denn? Cute. This is just the beginning. I love Karina's curiosity. It makes the journey interesting for everyone. She did say she always wanted to travel. Hey, Yuki. Huh. I've never seen any of these flowers before. They're so pretty. And so many blossoms. Can we make a pit stop? I want to pick some. Let me see. Nice. Sind einfach Orangen Pfirsiche. Keine Ahnung. Sie sehen auf jeden Fall cute aus. So, was geht denn questmäßig hier ab? Got some syrup.
Die Vampirtulpen in der Gegend bringen mich wirklich auf die Palme. Okay, wir sollen Monster killen. Grizzly! Das Spiel ist so cool. Es ist so hübsch. Und es spielt sich so gut. Ich warte bisher noch so ein bisschen darauf, dass die Story richtig losgeht. Aber so der Mood ist halt schon mal ziemlich nice, so. Das ist auf jeden Fall übelst comfy. Und wie gesagt, es ist so hübsch. Es ist so ein hübsches Spiel. Ach, der Soundtrack ist echt cool. Also er ist sehr Mana-mäßig. Das haben sie gut eingefangen. Tada! Ey, 1490. Damn, let's go. Okay. Ich dachte, ich hätte da mehr freigeschaltet als nur das eine. Oder warte mal, zoomt das dann vielleicht nochmal rein? Ah, okay. Weil ich bin einfach gerade schnurstracks durch diese ganze Steppe gerannt, ohne mir auch nur irgendwie ein bisschen was anzuschauen. Daher schauen wir doch nochmal von hier aus, was es hier so gibt. Got some syrup. Oh, ich komme hier nicht runter. Oh no. Ah, schade. Ich freue mich so sehr auf den Herbst. Ich freue mich so sehr darauf, dass es wieder ein bisschen kühler wird. Hey, guck dir das mal an. Guck mal, wie schön das aussieht einfach. Es ist... Oh, so pretty. So pretty einfach. Ich glaube, du kannst nicht in Häuser gehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Air feels different here than in the Vale. Don't you think, Ramco? Missing Longrin already? What? Me? No way. I'm having the time of my life. Grizzly! Let me see. A rare item. Erstmal dann in Animal Crossing Herbstcore, Comfycore, Aesthetic ausgraben. Let's go. Got some syrup. Yes.
So, los geht's. Wir sollen wieder Monster killen. Das war auch ein Quest, was in der Beta spielbar war, tatsächlich. Es klingt die ganze Zeit so, als ob sie Joe Biden sagt. Das macht mich wahnsinnig. Ghastly Grape, danke für deinen Raid. Wie geht's? Was habt ihr gespielt? Ah, das gleiche wie bei mir. Ich würde einfach sagen, das hier ist kein Spoiler, weil als ich damals bei Square war, um das Spiel anzuspielen, haben sie halt auch diese Area als Vorführ-Area ausgewählt. Da gehe ich mal davon aus, dass das okay ist, sich das hier anzuschauen. Es ist echt cool. Ich bin echt überrascht, wie gut es geworden ist. Oh Gott. Er ist echt gar nicht so einfach, Mann. Oh mein Gott. Oh Gott, sie sterben gerade alle. Hat das geholfen? Ich glaube, es hat geholfen. I'm on it.
God damn, Junge. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, Mann. Aber ja, ich stehe sowohl auf den Grafikstil als auch auf die Atmosphäre. Die Charakterdesigns sind halt einfach übelst Mana-like, so. Das haben sie echt gut gemacht. Kampfsystem ist halt voll snappy und... Man würde halt denken, so, das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber tatsächlich wird das irgendwie echt schwierig nach einer Weile. So, daher. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Das haben sie, wie gesagt, echt gut gemacht. Ich bin sehr überrascht, wie hochqualitativ es geworden ist. Mach das. Einen angenehmen Abend dir. Wir haben sie vertrieben. This is nothing for me. Nice. Keep them coming. Ah, vielen Dank. Dann nochmal als Abschluss einen großen Dank für den Raid und wie gesagt, noch einen angenehmen Abend hier. Das hier sieht mysteriös aus. Time to get to work. I'll carry on from here. Ich war auch nicht auf der Gamescom tatsächlich, daher kann ich dazu leider nichts sagen, aber es sah aus, als ob viele Leute eine echt gute Zeit hatten. Los geht's. Mal schauen, was das jetzt ist. Oh, es sind die Augen. Oh mein Gott. Love them so. Was? Neue Gegner? Ich dachte, wir wären fertig. Oh Gott. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Take this! You're mine!
ich bin halt auch einfach krass 4 Level unterlevelt, so. Wie soll man das hinkriegen? God damn, aber hey, wir haben es versucht. Das ist alles, was zählt. Ah, vielen Dank. Ich habe das schon öfter gehört, dass Leute sagen, dass meine Stimme halt voll entspannt ist, aber ich mache damit halt nichts, außer das hier. Ich mache einfach Stream ASMR und es können sich einfach alle entspannen, die jetzt hier so mit dabei sind. Oder ich mache einfach das, was ich in meinen Träumen schon immer machen wollte und mache einen Remake von diesem Dönerverkäufer ASMR. Das wäre auf jeden Fall was, wo ich mit dabei wäre. Wo bleibt der Podcast? Ich müsste das, glaube ich, mit irgendwem zusammen machen, weil alleine einen Podcast finde ich halt super traurig. Das Problem ist, ich kenne halt niemanden, der tatsächlich mit mir zusammen einen Podcast aufziehen würde. Weil ich halt auch zu faul wäre, das ganze Ding alleine zu machen. Und, weiß ich nicht. Das geht halt meistens nicht über den, ja, eigentlich wäre es ganz cool, Gedanken hinaus, weil dann kommt halt so der Punkt von wegen, ja, und wer kümmert sich dann halt drum? Und wie mache ich das mit der Zeit? So, ich habe so schon Zeit für nichts. Und dann immer noch so 2-3 Stunden Podcast-Zeit pro Woche mit einem Plan ist irgendwie echt viel, so, daher. Also das Problem, den Gesprächsstoff finden, das ist nicht das Problem. Ich meine, du kannst ja halt einfach irgendwelche Themen vorschlagen. Und wenn du dann halt eine zweite Person hast, die redegewillt ist, dann kriegst du auch die 2-3 Stunden voll. Also bei so ein paar Podcasts, wo ich halt so als Gast mal mit dabei war, haben wir dann halt einfach über Final Fantasy geredet. Und es ist halt schon krass, wie viel du alleine mit einem Final Fantasy Teil halt füllen kannst, wenn du halt so 2-3 Leute hast, die alle ihre eigene Meinung dann halt vertreten und halt auch verteidigen. Und da bist du dann halt so, wie gesagt, 2-3 Stunden am Labern und hast halt nicht mal angekratzt, worüber du eigentlich reden könntest. Also die Zeit zu füllen ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, du musst es dann halt auch schneiden und du musst es vermarkten und du musst halt zusehen, dass irgendwie da einiges an Qualität rumkommt. Und ich habe halt keine Zeit, so einen stundenlangen Podcast zu schneiden, einfach. Daher, Grizzly. Yes. I don't know. Taking this? Also wie gesagt, prinzipiell voll gerne, aber irgendwie, wenn es dann darum geht, es wirklich zu realisieren, fände ich, wird das schwierig irgendwie. Entsprechend stelle ich mich da leider so ein bisschen quer. Ich meine, ich hatte ja diesen einen Nintendo-Podcast, wo ich bei 2 Folgen oder so mitgemacht habe. Und tatsächlich waren die auch recht hinterher, dass es halt so ein Ding wird, was irgendwie öfter passiert. Aber auch da war ich halt so, oh, ich habe keine Zeit. Wir müssen das dann und dann machen. Und dann hatte irgendwer anders keine Zeit mehr und schwierig so. Taking this?
Jetzt kommt morgen oder übermorgen erstmal die 9-Stunden-Aufnahme von Dino Crisis 3. Und da hat man auf jeden Fall erstmal genug Gelaber von mir. That's the last. Take this! It was hardly worth the energy. Und ja, man könnte theoretisch argumentieren, dass auch die ganzen Animal Crossing-Folgen halt so ein bisschen Podcast-mäßig sind, so daher. Let's plan our next move. Grizzly! Ich würde es voll nochmal spielen, wenn jemals irgendwer eine Kameramod in das Spiel moddet. Also wenn irgendwer so eine... Es kam ja jetzt vor kurzem so eine Third-Person-Kameramod für Silent Hill 2 und 3, glaube ich. Oder 3 und 4. Und wenn irgendwer sowas in Dino Crisis 3 reinmoddet, würde ich das instant nochmal spielen. Weil ich glaube, dann könnte das echt richtig cool sein. Es gibt bestimmt irgendjemand, der richtig weird ist, aber insane gut programmieren kann, dann Dino Crisis 3 spielt und sich denkt, damn, das hat Potenzial, da kralle ich mich jetzt richtig rein und krempel das Spiel einfach um und mach so ein Dino Crisis 3 Redux Mod, die einfach voll insane gut ist, so. Und dann fixt der Typ einfach das Spiel. Ich meine, dafür sind die Videos ja auch da, dass man halt so sie dann in den Hintergrund packt, laufen lässt und so ein bisschen sich die Seele berieseln lassen kann. Sekunde, ich muss da hinten runterspringen. Ich brauch die Bear Drops. Wie heißen sie? Die Bear Nectar Dinger. Nee, den Bärenhonig, okay. Watch yourself, everyone. Ich habe letztens, wo wir gerade über Grandia reden, tatsächlich mich so ein bisschen über Grandia informiert, weil ich irgendwie voll Bock drauf hatte, mich darüber mal zu informieren. Und ich bin geschockt festzustellen, dass die, dass die Saturn-Version immer noch die beste Version ist und die HD-Version irgendwie nicht. Und das fand ich sehr weird, wenn ich ehrlich sein soll. Das kriegen wir hin. Haben wir's? Sieht gut aus. Also der Joke bei Grandia ist irgendwie, dass Grandia auf dem Saturn diesen zweiten Grafikchip irgendwie nutzt, um den Boden darzustellen. Und der halt
in der Saturn-Version irgendwie echt cool aussieht, so in dem ersten Dorf, wo halt jedes Haus so eigene Schatten hat und du hast halt so richtige Böden, die da verteilt wurden und alles. Und die HD-Version basierte einfach auf der PlayStation-Version, wo der Boden einfach voll random zusammengestellt aussieht. Und jetzt, wo ich das weiß, kann ich leider nie die HD-Version spielen, weil ich dann immer nur die Saturn-Version sehe, wo die Böden einfach so richtig gut aussehen und einfach so voll Sinn machen. Und in der PlayStation-Version irgendwie nicht. Und I don't know, es ist, stört mich extrem doll. Ist sie böse? Nein, sie ist einfach nur Level 10. Aber hier ist was Cooles. Grant me power. Let's ride this whirlwind. Wie komme ich hier hoch? Lord Zwiebel, danke für den Sub. Ah, ja, ja, okay, geschafft. Richtig gut. Yay! Got some syrup. Wupp, wupp, wupp. Okay, ich glaube, wir haben genug Quatsch gemacht hier. Es wird nur Zeit, dass wir ein bisschen Story weitermachen. Was ist das? Ach, da kommen wir gar nicht rein. Da brauchen wir diesen Dunkeldude für. Yes. Taking this? We're lucky we had the Pakools to take us so far. How long would the walk take, I wonder? I'm thankful for the Pakools. Walking that whole way? No thanks. I was prepared to walk if Milpa wasn't able to assist us. Ugh. Thank the goddess it didn't come to that. Nun, der Dialog war awkward jetzt, wo ich den ganzen Weg gegangen bin. Gute Nacht, Rakan.